Ja, servus Leute. Ich bin hier auf der Fully Charge Show in Amsterdam. Hinter mir seht ihr den Lightyear One. Das ist das neue Solarauto, besonders effizient von Lightyear. Die Produktion soll wahrscheinlich Ende des Jahres beginnen und ich wollte mal schauen, was es an interessanten Informationen gibt. Und die Jacqueline von Lightyear hat sich bereit erklärt, da mal ein paar Fragen zu beantworten. Ja, Jacqueline, willst du dich gerade mal vorstellen, wer bist du und was machst du bei Lightyear? Ja, gerne. Also mein Name ist Jacqueline. Ich komme eigentlich aus Deutschland, aber ich wohne jetzt schon seit 4 Jahren in den Niederlanden. Und gerade bei Lightyear mache ich ein Praktikum als Eventmanagerin schon seit ungefähr 6 Monaten und dann für weitere Monate dann auch noch. Ja. Okay, und du willst mir heute ein paar Fragen beantworten. Also die erste Frage ist, was macht den Lightyear One denn so besonders? Was sind die Key Features von dem Auto? Ja, also ich glaube, das Besonderste, das man auch schon sofort sehen kann, ist, dass wir ein Solardach haben. Das heißt also wirklich, alles ist bedeckt, ungefähr 5 Quadratmeter, die dann halt wirklich mit einem Solardach sind. Das kann dann auch die Batterie aufladen. Und das ist aber nicht das Einzige. Auch das andere ist, dass wir wirklich viel Wert auf Effizienz legen. Das heißt also, das Auto ist sehr aerodynamisch. Dadurch können wir halt auch unsere Sachen, wie zum Beispiel die Batterie, verkleinern. Und dadurch wird auch das Gewicht kleiner. Und das wiederum hilft dann auch wieder mit der Aerodynamik. Deswegen haben wir halt einfach so diesen positiven Kreis, den wir dadurch herstellen. Und dadurch passiert es dann halt auch, dass wir eine 60 Kilowattstunden Batterie haben, die dann 725 Kilometer Reichweite hat. Okay, und das Solardach, es gibt ja auch noch konkurrierende Produkte, die auch mit Solardächern werben. Was ist denn eure offizielle Vermutung, wie viel Kilometer man an einem sonnigen Tag in Mitteleuropa damit nachladen kann? Also, wenn man einen sonnigen Tag in Europa hat, dann kann man ungefähr 70 Kilometer pro Tag nachladen. Okay. Was auch definitiv genug ist, zum Beispiel in den Niederlanden, eine normale Person, die jetzt hin und zurück fahren würde zum Arbeitsplatz, würde durchschnittlich 29 Kilometer am Tag fahren. Das heißt also, dass wir sogar nett positiv sind. Also man theoretisch dann auch noch wirklich in der Batterie auch Energie übrig hat und dann man das auch wieder dann die nächsten Tage benutzen kann. Ja. Und habt ihr das auch im Alltag schon getestet? Sind das reale Werte oder sind das theoretische berechnete Werte? Wir haben schon damit getestet, vielleicht nicht direkt im Alltag. Also wir haben schon ein paar Testautos, mit denen wir gefahren sind. Die wiederum sind aber nicht direkt jetzt der Prototyp, der hinter mir steht, sondern eher Autos, die mit einem Solardach equipped sind. Und daher kommen dann auch diese Zahlen. Also es ist nicht direkt etwas, das wir wirklich mit dem speziellen Auto im Alltag getestet haben, sondern das ist einfach so was, was wir in den letzten Jahren berechnet haben. Also es ist eine voraussichtliche Leistung, die an einem idealen Tag runterkommt. Kannst du auch uns was zu den Leistungsdaten von dem Auto sagen und auch zum Antrieb, was für einen Antrieb er hat, welche Motorleistung, welche Höchstgeschwindigkeit etc.? Ja, also wir haben Motoren tatsächlich auch in unseren Wheels, also wir haben In-Wheel Motors, die man so schön nennt. Das sind dann auch tatsächlich welche, die wir selber produziert haben, zusammen mit einem Partner. Zur Leistung direkt kann ich jetzt persönlich nichts sagen, aber ich weiß definitiv, dass es 160 Kilometer pro Stunde maximal ist, die das Auto fahren kann. Mit einem Antrieb von 0 auf 100 sind das weniger als 10 Sekunden. Okay, und jetzt kommen wir zu den etwas kritischeren Punkten, ja gerade auch bei einem Start-up. Ihr seid ja noch nicht in die Produktion gegangen. Ist schon definitiv sicher, dass die Finanzierung steht und dass auch die Produktion beginnen wird? Kannst du dazu was sagen? Ja, also Produktion wird definitiv starten. Wir haben jetzt gerade ein Datum Ende des Jahres. Ich kann tatsächlich nicht sagen, gesagt, welches Datum es ist, aber es ist ein Datum da und wir arbeiten auch darauf hin. Wir haben auch genug Finanzierung und wir arbeiten auch stetig daran, mehr und mehr dazu zu bekommen, weil wir auch gerade sehr viel Recruitment machen, weil wir auch sehr viele Leute brauchen, um das Auto auch auf den Markt zu bringen. Also wir sind sehr positiv, dass dann bis Ende des Jahres auch tatsächlich funktioniert. Jetzt noch die letzte Frage beim Preis. Hat es ja auch so einen kleinen Donnerschlag gegeben, den ich zumindest vernommen habe, denn der wurde auf 250.000 Euro erhöht. Gibt es da schon Resonanz auch von der Kundschaft, die sich für das Auto interessiert? Wird das akzeptiert bei dem Wagen? Weil man muss bedenken, dafür kriegt man auch schon den Lucid eher in der Top-Ausstattung, in der Top-Version. Ne? Ja, das stimmt. Und das ist auch einer der Gründe, warum wir dann gesagt haben, okay, wir haben jetzt die erste Reihe, die verkauft wurde, also die für 150.000 und wir haben das noch 250.000 angehoben. Und der Grund dafür war auch, dass wir gesehen haben, okay, andere Autos in dem Bereich werden dann auch verkauft. Und unser Auto ist nicht nur ein elektrisches Auto oder ein Solarauto, sondern wirklich, wir verkaufen auch die Idee dahinter und wir wollen wirklich zeigen, dass das Konzept funktioniert. Und dafür brauchen wir dann eben auch die Finanzierung. Gleichzeitig aber auch zeigen wir dann auch, okay, wir haben nur 946 Modelle, die wir produzieren. Und da es nicht
auf 100.000 zum Beispiel pro Jahr, sondern wirklich nur diese reduzierte Menge, bezahlen wir dann auch mehr für die Produktion, aber auch für die Materialien. Und deswegen ist das dann einfach notwendig. Aber soweit ich weiß, von dem Sales-Team, das wir haben, ist die Resonanz ganz okay. Also die Leute verstehen, warum wir den Preis angehoben haben. Und die sind immer noch sehr positiv über die Idee und haben auch immer noch sehr viel Bereitschaft, uns zu helfen als Firma, weil sie wirklich in uns glauben und glauben, dass das die Zukunft von Mobilität ist. Okay, also es gehört ein bisschen Enthusiasmus dazu, weil, ja, ich muss schon ehrlich sagen, vom Styling her, klar, für die Effizienz, ne, hat man ein paar Kompromisse gemacht. So ein Lucid Air ist schon auch schick, aber das hier ist halt ein anderes Konzept, eine andere Idee. Okay, Jacqueline, dann danke ich dir, dass du für die Fragen zur Verfügung standst und wünsche dir jetzt noch einen schönen Messetag. Und ich werde noch ein bisschen ums Auto rumgehen und mir das ein oder andere anschauen. Danke dir. Ja, danke schön auch fürs Vorbeikommen. Ja, das war also die Jacqueline und jetzt gucke ich noch mal mir das Auto ein bisschen von näher an. Ist natürlich ein Prototyp, muss man ein paar Abstriche machen bei der Verarbeitung. Ist wohl seit 3 Jahren auf Messen unterwegs, haben viele Leute schon drin gesessen. Wir gucken es uns aber mal an. Also geöffnet wird das Ganze hier über einen Druckknopf, dann müsste hier auch ein Stellmotor sein. Ist der hier? Ich nehme an, das könnte sein, bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall wird die Tür rausgedrückt oder aufgedrückt. Allerdings, man sieht auch schon hier, das Türband hält nicht mehr richtig. Also das Auto hat schon ein bisschen was mitgemacht. Wir haben also aus Effizienzgründen Kameraspiegel, ne? Und die sind auch ein bisschen filigraner als das, was zum Beispiel Audi verbaut beim e-tron. Ne? Hier die Materialien, da hat die Jacqueline nochmal extra darauf hingewiesen, das ist wohl alles vegan, ne? Fühlt sich aber schön an, hier auch tatsächlich Holz und das ist auch echtes Holz. Also hier hat man wirklich das Konzept Umweltschutz und Verzicht auf Tierprodukte konsequent umgesetzt. Ich steige jetzt mal ein, also der Sitz ist auch, das scheint Wildleder zu sein, okay, das sieht aber noch gut aus. Okay, also Fußraum und so ist ein bisschen ungewöhnlich. Aber ich muss sagen, so schlecht sitzt man gar nicht. Also, ich sage euch ganz ehrlich, ich habe hier ein bisschen Sportwagen-Feeling vom Sitzen her. Das ist echt angenehm. Ich stelle den Sitz nochmal ein bisschen zurück. Ja, also das ist echt nicht verkehrt, hier im Auto zu sitzen und das Raumgefühl, das finde ich nicht schlecht. Ich schwenke hier mal rum. Ist natürlich, hier wird die Tür immer wieder aufgemacht und zugemacht, ne, ist klar, weil wir sind auf der Messe. Hier seht ihr auch mal das Display, mal sehen, was die Knöpfe hier machen. Ach, guck an, das ist hier über Touchpads. Oh, das ist ja, und dann drücken. Genau, Touch und drücken. Das ist wie bei einem, wie hieß der von Apple? Fällt mir gerade nicht ein, beim iPod. Genau, da war auch so ein Wheel. Jetzt gucken wir mal hier rechts. Rechts, das scheint nicht zu machen. Das scheint nicht belegt zu sein. Aber ihr habt doch mal einen Blick aufs Display. Hier ist momentan die Rückfahrkamera aktiv. Mal sehen, ob ich was anderes auswählen kann. Nee, sieht jetzt nicht so aus. Dann haben wir da einen roten Button, das ist ein Prototyp, den darf ich nicht drücken, hat mir die Jacqueline explizit gesagt. Ja, es ist halt alles noch ein bisschen, ja, das ist schon, das hier ist sicherlich noch nicht die endgültige Serienversion vom Auf- und Zuschieben. Das fühlt sich so ein bisschen an, ja, wie das, was man früher im Werkunterricht gemacht hat. Das hier wird eventuell sogar ein Wireless-Charging-Plattform sein, vermute ich mal in der endgültigen Version. Wir gucken auch nochmal hier drunter, aha. Da haben wir also dann auch entsprechende Chargeports. Wie gesagt, alles nicht endgültig. Wir können hier auch direkt in den Tunnel schauen des Autos. Aber, also ich muss ehrlich sagen, so vom Raumgefühl her, wie das alles hier aussieht, das gefällt mir schon. Das ist nichts, was man so von anderen Autoherstellern in der Form kennt. Und wie gesagt, das erinnert mich alles ein bisschen an einen Sportwagen. Vielleicht sogar ein bisschen Audi e-tron GT-mäßig. Also richtig, ja, eingefasst sitzt man hier. Oder auch wie in einem BMW. Also das gefällt mir von der Sitzposition. Das könnte ich mir schon mal vorstellen. Natürlich 250.000 Euro. Das ist ein Wort, da muss man drüber nachdenken. Ich gucke jetzt mal, wie viel Platz hinter mir ist. Sitz ist auf mich eingestellt. Mal sehen, ob ich da hinter mir noch sitzen kann. So, wir drücken hier auch nochmal. Tür geht auf. Und... ja, also Platz hinterm Sitz ist ohne Ende. Aber ob man hier gut sitzt, das probieren wir jetzt mal aus. Einmal einsteigen, okay. Also, so vom Dach her muss man ein bisschen aufpassen. Es ist schon eine etwas, ja, Kletterpartie durch die aerodynamische Form. Ja, okay, also hinten sitzen, schwierig. Wenn ihr mal hier guckt, da hängen meine Beine schon ganz schön in der Luft. Das ist also, ja, sicherlich nicht ganz ideal, aber gut. Man hat ja halt Kompromisse gemacht. Ne? Vielleicht wird es in der Serienversion auch noch anders. Und ihr seht aber auch hier, es gibt kein Heckfenster. Ne? Durch die Solarpanels ist hier also alles komplett Heckbank. Und wenn ich mich jetzt normal hinsetze, ja, also mein Kopf, ne? Der hatte schon mal mehr Platz. Also es gehen ein paar Kompromisse mit dem Auto einher. Man muss hier wirklich Enthusiast sein. Man muss, wie die Jacqueline schon gesagt hat, auch an die Message glauben. Ne?
Und ich hoffe natürlich, dass er auch kommt. Da habe ich immer noch so ein bisschen ein Fragezeichen bei den Startups. Es ist halt nicht einfach, ein komplett neues Auto von Null auf Produktionsstart überhaupt hinzubekommen. Mit den Homologationen heißt das, glaube ich, also ist auf jeden Fall eine richtige Mammutaufgabe. Ich schwenke hier hinten jetzt aber gerade auch nochmal rum, dann seht ihr das auch nochmal. Hier hinten, da haben wir also Luftausströmer. Ja, ihr seht, das ist alles ein bisschen, weil es halt ein Messefahrzeug ist. Aber ich finde es super, dass Lucid sich auch traut, das so in der Form hier hinzustellen. Das würde wahrscheinlich ein deutscher Luxushersteller eher nicht machen. Hier haben wir auch noch LEDs. Ja, da habt ihr mal einen Eindruck bekommen, wie es hier hinten aussieht. Wie gesagt, Platz genug, aber ja, die Beinauflage, die ist halt wirklich nicht toll. Übrigens geöffnet, wenn ich jetzt raus will, wird auch über einen Druckknopf einfach hier drücken, dann geht die Tür auf. Die geht übrigens jetzt nicht weiter auf als so. Das heißt, ich muss ein bisschen klettern beim Aussteigen. Oh, alter Mann, ist kein D-Zug. Oh. So, die Jacqueline macht mal den Kofferraum auf, dann können wir da auch noch mal reingucken. Oh, okay, das ist ja fast wie eine Eigentumswohnung. Also der ist natürlich richtig riesig. Auch jetzt nicht aufgeräumt, wie gesagt, Lightyear ist ein bisschen eine andere Firma. Bei BMW gäbe es jetzt Ärger, glaube ich, oder Mercedes. Aber auf jeden Fall genug Stauraum. Und ihr seht das auch nochmal von hinten. Wir haben also die Sitze, die gehen bis oben hin, weil es ja sowieso keine Dachfläche gibt. Also hier ist alles mit den Solarpanels entsprechend ausgelegt. Hier sieht man auch mal schön die Carbonstruktur. Aber die Sitze sind wohl umlegbar, wenn ich das richtig sehe. Also ich habe die Jacqueline gerade nochmal gefragt, die Rücksitzbank ist umlegbar. Also mit anderen Worten, Alltagsnutzen ist gegeben, aber dafür der Sitzkomfort auf der Rücksitzbank, der ist halt nicht ganz so ideal. Okay, und weit auf geht die Klappe im Moment zumindest auch nicht, wobei man halt auch nicht weiß, ist das schon der endgültige Trim oder wird es in der Serienversion nochmal anders? Das muss man halt abwarten. Habe ich doch glatt vergessen, noch ein Outro aufzunehmen nach den Aufnahmen zum Lightyear One. Nochmal vielen Dank an die Jacqueline, dass sie für das kurze Gespräch zur Verfügung stand. Mein Fazit zum Lightyear One, Punkt A, ihr wisst, ich bin bei Elektroauto-Startups immer ein bisschen skeptisch. Ich bin gespannt, ob Lightyear das Versprechen einhält und zum Jahresende mit der Produktion beginnt. Also da heißt Daumen drücken, die Jacqueline sagt ja, die Finanzierung würde stehen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Zum Auto selbst muss ich sagen, ja, es wäre jetzt kein Auto, was ich mir anschaffen würde. Er ist unwahrscheinlich lang, unwahrscheinlich groß. Der Platz im Innenraum, gerade auf der Rücksitzbank, ja, der ist schon sehr bescheiden. Das ist halt dem Konzept geschuldet, dass Lightyear hier versucht hat, möglichst windschnittig zu sein, möglichst niedrigen Verbrauch zu realisieren und damit ein besonders reichweitenstarkes Auto mit kleinem Akku zu realisieren. Das ist ja durchaus sinnvoll, aber man hat für meinen Geschmack da ein paar Kompromisse zu viel eingegangen. Auch die Systemleistung von 100 kW oder 136 PS haut mich nicht vom Hocker, weil ein bisschen Spaß will man mit dem Auto ja auch immer noch haben. Preis mittlerweile 250.000 Euro. Also ich gehe davon aus, Lightyear will mit diesem Auto tatsächlich ein ganz besonderes Publikum ansprechen, die auch an die Message hinter dem Auto glauben. Ja, ich persönlich bin jetzt nicht die Zielgruppe, muss man ganz klar sagen. Ich bin gespannt, ob Lightyear mit dem Auto Erfolg hat und dann auch eine entsprechend alltagstauglichere Nachfolgeversion auf den Markt bringt. Hier heißt Daumen drücken, ihr könnt ja nochmal schreiben, was ihr von dem Auto haltet. Ansonsten soll es das zu meinem Video zum Lightyear One gewesen sein. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder Kritik, wie immer unten gerne in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da und Abo ist ja wohl obligatorisch, sonst verpasst ihr das nächste Video. We'll be right back.